Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Freelancer. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warum immer noch Freelancer? Ich dachte, wir sind durch. Da kann ich nur sagen, ja, das stimmt. Aber irgendwie hat das Ende, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das war so abgehakt und irgendwie für mich nicht befriedigend. Und am liebsten würde ich jetzt noch bis Level 32 hochgrinden und dann das beste Schiff ever kaufen. Aber dann sitzen wir halt irgendwie auch nur da mit unserem besten Schiff. Deswegen habe ich uns jetzt einfach das fiktive Ziel gesetzt. Ich habe mir das einfach ausgedacht, ohne Sinn und Verstand, dass wir den Planeten suchen, auf dem es das beste Schiff gibt. Und ohne, dass ich nachgucke. Ich habe nur geguckt, wie er heißt, habe es vergessen. Und ständig wird diese Handelsroute unterbrochen. Na, dann haben wir immer wieder ein bisschen Kanonenfutter. Nam, 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 nam. Meine Kanone freut's. Die hat eh immer Hunger. So, worst pirates ever. Dann fliegen wir mal weiter. Guck, die davon wurden auch aus der Handelsroute geboxt. Aber die dürfen gleich weiterfliegen, ich nicht. Andocken. Ich will es quasi nur sehen, das Schiff, damit wir sagen können, so, und jetzt müssten wir noch ungefähr 100 Folgen grinden und dann könnten wir uns das sogar kaufen. Aber ich will es nur mal sehen und vielleicht berühren und davon träumen, wie ich mit dem, wie heißt diese super teure Automarke? Mir fällt es nicht ein. So ähnlich wie Deichmann. Erlkönig. Nein, das ist ein Prototyp. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Autos, muss ich sagen. Ich bin immer der Meinung, Dock belegt. Einreihen in Warteschlange. Alles, was einen Motor hat und im Idealfall 4 Räder, Dock belegt. Ist mein Traumauto. Der Rest ist dann eher optional. Ja, ein USB-Stick im Radio wäre auch noch echt gut, weil, furchtbar. CD-Player. CD-Player ohne USB-Stick, damit man sein Handy anstecken kann. Wer hat denn heutzutage noch CDs? Ich habe sogar noch ein paar CDs, aber auf so einer CD sind ungefähr 5 Lieder. Na, außer das Ding kann wenigstens MP3s abspielen. Aber trotzdem, ich habe... Na, in meinem Rechner habe ich noch einen Brenner. In meinem alten Rechner habe ich noch einen Brenner. Aber irgendwie ist die Brennerzeit vorbei, oder? Ich meine jetzt den Berg. Wer fliegt denn heute noch in Urlaub zum Brenner? Ach, was rede ich denn schon wieder? Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, deswegen kenne ich mich nicht aus. Aber es gibt doch da diese ganz teure Marke, die dafür bekannt ist, so richtig teuer zu sein. Da ist irgendwie noch so, also ich kenne mich ja wie gesagt nicht aus, aber da ist doch irgendwie Mercedes und so noch ein Scheiß dagegen und auch nicht Lamborghini. Es hört sich sehr deutsch an, glaube ich. Eichelherrswerkstätte oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist dieses Schiff, das ich mir gerne anschauen würde, das Äquivalent zum Eichelherrswerkstättenreich. Oder so. Und da wollen wir hin. Grüner Planet, biu biu. Ach so, gar nicht. Ja, nee. Ja, von mir aus, dann schieße ich euch heute kaputt. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Ich verstehe aber auch echt nicht, das finde ich sehr komisch. Ich weiß nicht, ob das eine Game-Design-Entscheidung ist, damit man mehr Gegner hat oder ob es einfach irgendwie vergessen wurde. Aber warum sind jetzt die Liberty Rogues gleich nochmal meine Feinde, nachdem die Story durchgespielt ist? Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, ich wäre am Schluss mit denen verbündet und im Endeffekt retten wir doch dann auch die Präsidentin von Liberty zusammen. Und dann sind die auf einmal danach wieder Feinde. Aber irgendwie sollten die doch eigentlich so quasi die neue Regierung zusammen mit der Präsidentin stellen, nachdem die ganzen Wechselbelger ausgetauscht sind oder so. Es ist mir ein Mysterium. Hier, Liberty Polizei, Omikron 0 für Freelancer Alpha 1-1. Ich scanne Ihre Fracht nach Schmuggelware. Ja, danke. Das ist typisch. Okay, alles sauber. Typisch. Ne? Oder? Da helfe ich denen im Kampf. Und anstatt, dass die sagen, hey, danke, hier hast du ein bisschen Steuergelder, die wir einfach frei verschenken können. Stattdessen sagen die, so, und jetzt scannen wir auch noch deinen Frachtraum. Vielleicht bist ja du selber auch ein Krimineller. Danke für die Hilfe, by the way. Pff, Mittelfinger, Space-Mittelfinger. Naja. Unverschämtheit. Der Planet Mojave, ein Freiheitstraum.
Das Land freier Menschen, so sollte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Brave Star. Habt ihr mitbekommen, dass Super Mario verfilmt wird? Es kommt ein neuer Super Mario Animationsfilm. Nintendo arbeitet da mit den Machern von Ich einfach unverbesserlich und dem Minion-Film zusammen. Da machen die einen Mario-Film. Tja. Ich muss da immer an die alte Mario-Zeichentrickserie denken. Kennt ihr die? Es ist so genial. Also die Zeichentrickserie an sich ist eher so... Naja, ich habe die früher halt geguckt, ne? Es lief halt auch nichts anderes. Aber davor und ich glaube auch danach gab es immer diese Realfilmsequenzen, wo dann Schauspieler Mario und Luigi verkörpert haben und immer so kurze Slapstick-Einlagen, kurze Comedy-Einlagen gemacht haben. Und das war großartig, vor allem weil Mario von einem Profi-Wrestler verkörpert wurde. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ja... Besser geht's kaum. Vor kurzem habe ich da erst irgendwie mit der Merlin drüber geredet. Da dachte ich im ersten Moment, er wäre Pornostar gewesen. Das wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn ein Ex-Pornostar Mario verkörpert hätte. Nein, es war aber ein Profi-Wrestler. Ist mir dann auch im Dialog damals noch eingefallen. War nur ein kurzer Missgedanke. Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Jetzt, wo die ganzen Wechselbelger irgendwie weg sind, sollte man meinen, die Regierung... Und ich meine, so wie ich die Regierung von Liberty kennengelernt habe, wenn die nicht gerade irgendwie vom Bodysnatchern beraubt sind... Hier, Marina Kappa 16, für Freelancer... Ist es ja echt irgendwie... Strich 1, es stört sie doch nicht, wenn ich nach Schmuggelbares kenne. Okay, alles sauber. Es stört dich doch nicht, wenn ich beim nächsten Mal nicht mehr mithelfe und dich einfach zerschießen lasse von irgendwelchen Banditen, oder? Doc belegt, einreihen in Warteschlange. Ja, ja. Kann ich nicht mit denen mitfliegen in Formation? Mist, ich glaube, das wäre tatsächlich möglich. Das ist ja genial. Anstatt dass ich warte. Oh, Formation verloren. Aber ist nicht schlimm, ich fliege trotzdem durch. Ach, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Anstatt dass man wartet, bis man drankommt, sagt man einfach, nein, ich gehöre zu dem. So einfach ist das. Wie im wahren Leben manchmal vielleicht, keine Ahnung. Wo zur Hölle sind wir? Andocken. Vor gar nicht allzu langer Zeit sind wir wahrscheinlich in einem unbekannten Land. Ich glaube, das war die falsche Reihenfolge jetzt. War eine Biene sehr bekannt und er sprach alles weit und breit. Das war jetzt so ein bisschen holländisch zwischendrin, oder? Oder niederländisch. Oh, come on. Das habe ich aber so im Ohr. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hab auch schon lange nicht mehr Biene Meier gesehen. Boah, ich habe die Idee für das beste Spiel ever. Wie wär's denn, wenn man Freelancer neu interpretiert im Biene Meier-Universum? Und man spielt Bienen. Also das ist dann auch nicht im Weltall natürlich, sondern einfach auf einer grünen Wiese. Und man spielt Bienen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und schießen aufeinander, wie auch immer. Naja, es ist Krieg. Krieg im Biene-Meier-Universum. Die Bienen haben Projektilwaffen entwickelt. Und greifen an. Die Wespen. Oder so. Andersrum. Andersrum ist realistischer. Wespen sind aggressive Jäger. Bienen sind eher so, nur... Ich flieg hier mal so rum. Und dann... haben wir ein super Spiel. Das wird der spirituelle Nachfolger von Freelancer. B-Lancer. Ach, immer über die eigenen Witze lachen. Auch sehr schön, oder? Sehr gut. Das macht man so. Aber ich kann nichts dafür. Mir fallen die immer spontan ein und dann... Ich lache wirklich einfach drüber, weil ich so bescheuert bin. Ich plane das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich ein Skript habe und dann lese ich das und dann lache ich künstlich. Sondern es fällt mir in dem Moment ein und ich... bläht es einfach raus, wie es in mein Hirn kommt. Und dann muss ich manchmal selber lachen. Manchmal muss ich selber den Kopf schütteln. Das hört ihr dann aber nicht. Das würdet ihr sehen, aber das hört ihr dann nicht, weil es so dämlich ist teilweise. Manchmal schäme ich mich. Manchmal muss ich es auch zurücknehmen. Einmal in einem Let's Play habe ich sogar eine Sache, die ich gesagt habe, wieder rausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht.
Das war einfach nur dumm und das habe ich rausgeschnitten einmal. Einmal ein Satz war das. Jetzt fragt ihr euch sicher, welcher das war. War gar nicht so schlimm eigentlich, aber ich hatte das Gefühl, das geht nicht. Aufgabenziel erreicht. Na dann raus aus dieser Suppe hier. Suppe. Suppe. Ach ja, Spore. Könnt ihr euch noch an Spore erinnern? Ich habe ehrlich gesagt sehr positive Erinnerungen an Spore, auch wenn ich absolut den ganzen Kritikern zustimme, dass das Gameplay im Endeffekt in fast jeder Ebene... Trotzdem mochte ich Spore sehr gerne und zwar einfach hauptsächlich wegen dem Editor. Der Editor ist einfach so großartig, so genial, so super, da lasse ich nichts drauf kommen. Und auch wenn das Spiel um den Editor rum leider eher so... Naja, hätte es nicht gebraucht, ist der Editor einfach einer der besten, die ich jemals gesehen habe. Und dieser Lebensform-Zusammenbau-Editor, das ist echt gut. Und den gab es nämlich clevererweise, das war wirklich ein cleverer Schachzug, glaube ich. Ja, natürlich. Gab es den nämlich als Demo, bevor das Spiel rauskam. Die Spore-Demo war quasi nur der Kreaturen-Editor. Wahrscheinlich wussten sie, dass der Rest vom Spiel irgendwie kacke ist. Auf jeden Fall haben wir halt, ich und Freunde von mir, haben halt wirklich wochenlang Kreaturen gebaut. Kreaturen gebaut wie blöd. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dann im fertigen Spiel mit diesen Kreaturen tatsächlich spielen kann, oder diese Kreaturen als Wesen bei mir auftauchen, dann wird das Beste ever. Ach ja, und dann... Das Spiel war ja in mehrere Phasen unterteilt, falls ihr das nicht wisst. Da gab es ja quasi... Die wollten quasi so ein bisschen die gesamte Evolution einer Spezies auf einem Planeten, die zur dominanten, intelligenten Spezies wird, abbilden. In diesem Spiel. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Und da geht es eben los mit dem Editor, wo man dann wirklich eben so die Wirbelsäule langzieht und dicker und dünner macht und Arme anfügt oder auch Beine oder was auch immer. Und naja, und dann gibt es eben diesen Evolutionsmodus, diesen richtigen Spielmodus. Und da beginnt es dann in der Zellphase. Und die Zellphase hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die war großartig. Die war echt gut. Im Grunde schwimmt man einfach nur rum, isst Partikel, wird größer, sammelt zu... Genetikpunkte im Grunde, damit man sich dann bessere Werkzeuge, bessere Flossen oder neue Verdauungssysteme, neue Mäuler und sowas zulegen kann, damit man mächtiger wird und den Gefahren in der Ursuppe gewachsen ist. Und dann, wenn man hoch genug gelevelt hat, dann darf man sich Beine wachsen lassen. Muss, glaube ich, nicht mal unbedingt sein. Du kannst auch so schlängelnd werden. Aber auf jeden Fall darfst du an Land gehen. Und da beginnt dann, dass das Spiel schön langsam shitty wird. Die Phase geht noch, aber dann erforscht man halt so die zufällig generierte Insel und isst ein bisschen Zeugs und läuft vor Feinden weg und trifft dann irgendwie... Wir haben kein Ziel mehr. Und trifft dann irgendwie Artgenossen und kann sich fortpflanzen. Und so... Und das ist schon so... Naja, aber es geht schon noch. Warte mal, ich hab noch ein Ziel. Wo ist es denn? Ne, hier ist kein Ziel mehr, aber auf der Karte habe ich noch ein Ziel angeblich. Naja. Und dann? Keine Ahnung. Und dann, wenn man die Phase hinter sich hat, die noch okay ist, die noch Potenzial hat. Wo bin ich denn? Ich sehe mich auch auf der Karte hier nicht. Bin ich schon bei 33 oder? Ich sehe hier auch nichts. Was bist denn du? Du bist Planet White. Wo ist Planet White? Ah, jetzt sehe ich's. Da bin ich. Moment mal. Wo bin denn ich? Hier geht's nach London. Wo hat mich denn das hingeführt? Ich bin hier oben. Und ich sollte schon da sein. Oder wie jetzt?
Lied. Bin ich in Lied? Weil dann gibt es hier irgendwo ein Sprungtor. Nein, ich bin in Manchester. Oh, oh, Manchester, Cheese. Okay, warte, ich hab einen verrückten Plan. Ich mache einen neuen Wegpunkt. Aha, 22. Auf einmal ist der Weg viel kürzer geworden. Sehr gut. Ja, genau. Dann kam als nächstes, die Folge könnte ich schon fast irgendwie auch Spore nennen, schon eher. Na, es ist so eine, ne? Spore. Was wollte ich sagen? Genau. Danach geht's dann in die Stammesphase über und dann wird so ein Action, Strategieaufbauspiel draus. Dann baut man sein Dorf aus und gibt den einzelnen Kreaturen Befehle und führt entweder Krieg oder diplomatische Beziehungen zu anderen Stämmen von anderen intelligenten Spezies. Und da könnte irgendwie cool werden, aber leider wird's nicht, weil es ist so simpel und es kommt einfach kein Spaß auf. Es ist einfach irgendwie blöd. Und dann kommt die Zivilisationsphase, die Stadtphase. Dann hat man überhaupt keine Kreaturen mehr, sondern managt nur noch seine Städte, baut Panzer und Flugzeuge, die auch wieder einen coolen Editor haben und so. Das ist und führt dann quasi so Großscale-Krieg über den ganzen Planeten mit anderen Städten. Vorher war es eher so ein Kontinent oder ein kleinerer Bereich. Ja, und dann letztendlich kommt die Space-Phase. Die ist dann wieder ein bisschen cool, da merkt man, da war wieder der Fokus drauf, so ein bisschen. In der Space-Phase baut man dann ein Raumschiff und fliegt ins All und erkundet andere Planeten und Sonnensysteme und findet Aliens, andere intelligente Spezies und kann mit denen reden und handeln und so weiter. Und dann kam noch ein DLC, mit dem konnte man dann auch landen und die Planeten erkunden und Leute konnten Quests online craften und sowas. Das war alles sehr ambitioniert und ich kann mir vorstellen, dass das als Konzept im Kopf von... War das Will Wright, der das gemacht hat? Ah, kann ich jetzt nicht versprechen. Irgendein Bekannter auf jeden Fall. Sich alles sehr super angehört hat. Aber leider war dann die Ausführung eher so mittelmäßig. Bis schlecht eigentlich. Vom Spiel, wie gesagt. Die Editoren immer noch super. Alle. Das hat Spaß gemacht. Das hatte auch so eine Online-Funktion, so einen Asynchron-Online-Modus, in dem Menschen, also von anderen erstellte Kreaturen und Fahrzeuge und sowas, sind dann eben zufällig in deinem Spiel aufgetaucht. Das war ganz cool. Und je nachdem, ob deine Spezies jetzt ein Pflanzenfresser oder ein Allesfresser war und ob das dann in späteren Phasen eher diplomatisch oder kriegerisch war, hast du so permanente Bonis mit in die nächste Phase genommen. Das war alles vom Konzept her klingt, das finde ich alles super. Aber wie gesagt, die Ausführung, meh. Meh. Ach, Leute, wollt ihr echt unbedingt jetzt hier sterben? Muss das jetzt sein? Tja, das war kurz. Da ist noch einer. Mir wird aber nichts mehr angezeigt. Ja, scanne meinen Laderaum. Ja, mir doch wurscht. So, für heute ist auch schon wieder Schluss leider. Morgen geht's dann nochmal weiter. Ich dachte, wir kommen schneller voran, aber ein bisschen brauchen wir noch. Aber ich erzähle einfach noch ein bisschen morgen und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen und ob wir überhaupt richtig sind. Und dann schauen wir weiter. Hauptsache, wir schauen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.